So, herzlich willkommen zurück bei Metroid Rogue Dawn. Ich habe den Weg hier nochmal auf mich genommen. 165 Missiles, volle Energie. Hoffen wir mal einfach dieses Mal aufs Beste. Ich werde da den letzten Bosskampf ein bisschen vorsichtiger angehen, was meinen Missile-Vorrat betrifft. Da ich ja nun weiß, dem kann man gar nicht hier so viel anhaben, wie man ihn wie bekloppt abschießt. Ach, shit. Ja, sollte aber diesmal klappen. Hat auch hier, wenn nicht. Ich glaube, dann gebe ich es komplett auf. Nein. Oje, oje. Diesmal geht es wahrscheinlich eher an unseren Energievorrat. Naja, aber... Gegner, die Metroids hier hinterlassen mit mal richtig viele Missiles. Ihr glaubt nicht, ich habe, glaube ich, jetzt fast eine Stunde gebraucht, hier wieder hinzukommen mit einem guten Missile-Vorrat, weil die Gegner haben einfach keine Raketen hinterlassen. Diese verdammten Penner eigentlich. Ich bin aus dem Areal rausgegangen. Also ich bin nicht zurückgelaufen. Ich habe einmal Game Over herbeigeführt und bin dann in vorheriges Areal zurückgegangen, um ein paar Missiles muss ich haben, um überhaupt erstmal die Metroids kaputt machen zu können. Und ja, ich bin dann dreimal hin und her gelaufen. Drei oder viermal. Drei, viermal war das bestimmt. Weil keiner dieser Sackgesichter Raketen hinterlassen wollte. Scheiße, Mann. Ja, okay, wir haben das 100. Also immer mit der Welt. Ja, okay, und jetzt kriegen wir sogar mal wieder ein paar neue spendiert. Ja, also manche, sieht man da, also der schluckt echt manche Missiles ohne Schaden zu nehmen. Bei dem Beta-Test, da habe ich da... Habe ich mir dann einmal habe ich echt so hingekriegt, mir so eine gute Plattform hinzubauen, dass ich den aus dem Stand da reinschießen konnte. Und dann war der auch in 0, nichts weg, weil ich den mit Missiles zugepflastert habe. Das scheint hier echt nicht mehr der Fall zu sein. Das haben wir ein bisschen abgeändert. So, das sollten wir gleich haben. 105, ja. Könnte man theoretisch noch mal so einen Berserker drauf haben. So eine Scheiße wird gerade passieren. Aber ich habe echt auch nicht damit gerechnet, dass jetzt auch immer. Ihr seht schon, der ist wie verrückt am Eisen, der ist fast im Arsch. Korrigiere, er ist jetzt im Arsch. Und verursacht einen Ohrenkrebs verursachenden Soundeffekt. Aber natürlich ist das noch nicht das Ende. Denn die Galaktische Föderation ist auf dem Weg. Wir müssen uns beeilen, dass wir hier wegkommen. Also nicht der Planet explodiert, sondern das stand ja auch ganz am Anfang in unseren Missionsbefehlen drin. Wir sollen das Ganze erledigen, bevor die Föderationsflotte eintrifft. Und ja, wie ihr da oben seht, die sind schon ziemlich gut da am Rumklamausern. Und gegen die hätten wir anscheinend alleine selbst nicht mal eine Chance. Also es ist natürlich eine gesamte Flotte, die sie hier abstellen. Deshalb müssen wir schnellstmöglich von hier verschwinden, bevor wir irgendwie gefangen genommen werden. Oh, scheiße. Ohne so eine Fluchtsequenz geht es natürlich nicht. Und bevor ihr fragt, nein, ich habe noch nie ausprobiert, was passiert, wenn die Zeit abläuft. Denn als ich diesen scheiß Boss endlich geschafft habe, da hatte ich echt anderes zu tun, als mir da noch ein Game Over einzuhandeln und die ganze Scheiße nochmal machen zu müssen. Da wollte ich einfach nur noch das verdammte Ende sehen. So, da oben ist unser Ziel. Wir müssen uns ja mal einen kleinen Kreuzer der Föderation ausleihen.
es sind ja keine Sekunden darum, die da verstreichen. Also kann ich euch gar nicht genau sagen, wie viel Zeit wir jetzt noch hätten. Sie wird auf jeden Fall knapp. Aber allzu lange brauchen wir auch nicht mehr. Ein, zwei Bildschirme oder so, dann sollten wir uns ja. Also sollte zeitlich eigentlich machbar sein. Ich habe das hier noch nie versaut, also von daher, ich mache mir da jetzt auch nicht allzu größten Gedanken. Denn da ist nämlich auch schon unser Ziel. Und damit haben wir es geschafft. Wir fliegen vom Planeten weg, wir haben es rechtzeitig geschafft zu entkommen. Hoffen wir zumindest mal. Dass uns jetzt nicht noch irgendwer hier stört. Gut gemacht, meine Schülerin. Ich werde der Föderation die Macht, die Bedeutung von Macht zeigen. Ja, wir haben unserem Meister das Exemplar übergeben. Die Föderation wird niemals ruhen, solange Ridley die Macht der Metroids für sich hat. Unsere Zerstörung ist unvermeidlich. Ich werde dem nicht blind Folge leisten. Ich wähle mein eigenes Schicksal. Andromeda Sektor X3A, unbekanntes, unerforschte Region. Kurs festgelegt, Antriebssysteme starten. Commander, hier ist Samus. Ich nähere mich dem Planeten Zeus. Ich orte ein Shuttle, das den Orbit verlässt. Ignorieren Sie es, beginnen Sie mit dem Angriff auf Zebes wie geplant. Ja, das zeigt damit dieses Spiel. Spielt direkt vor den Ereignissen des ersten Metroids. Und dementsprechend haben wir jetzt gerade gesehen, wie sich Samus zu ihrer Zero Mission aufmacht. Und sich die beiden quasi knapp verpasst haben. Und laut der Geschichte kennen sich die beiden auch nicht und wissen nicht einmal, dass sie existieren. Trotz, dass sie an den gleichen Nachnamen teilen. Okay, wie dem auch sei. Wir sind bei den Credits und ihr seht es da schon. Die Beta-Tester werden aufgelistet. Und das sollte gleich ein Name von einem ziemlich bekloppten Typen dabei stehen. Der das lauthalsig schon angekündigt hat. Wäre es natürlich geil, wenn ich da nicht mit beistehen würde. Oder noch mit dem Rechtschreibfehler drin. Weiß aber nicht. Ja, ihr seht schon, waren ziemlich viele, die sich da gemeldet haben. Sind auch Leute von vorherigen Beta-Tests mit dabei. Es waren insgesamt 3 Phasen und hey! Es ist sogar richtig geschrieben. Denn statt dem H hat man da versehentlich erst ein K, also Skyne Spark, hat man da zunächst hingeschrieben. So, Special Thanks, Shack Tool. Ja, das ist natürlich geil. Und Gunpei Yokoi. Das finde ich auch cool. Danke fürs Spielen. Unsere Zeit, 3 Stunden, 14 Minuten und 67% der Items haben wir gefunden. Ja, und ich würde mal fast sagen, hätten wir diese Scheiße mit dem Boss gerade nicht gehabt, wäre das wahrscheinlich locker noch eine niedrige 2 Stunden Zeit gewesen. Naja, hätte Fahrerkette. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich bei den Machern dieses Spiels für den geilen Beta-Test und sage Tschüss bis zum nächsten Mal und wie immer, keep gaming.